Es geht ja nicht um Asyl, dass nicht verfolgte Menschen aufgenommen werden, denen geholfen wird. Es geht ja um den Missbrauch des Asyls. Das ist das Hauptproblem, was in Europa besteht. Es geht um das Schleppersystem, es geht um den Missbrauch. Und das zeigt sich auch zum Beispiel an den Urlauben der afghanischen Flüchtlinge, wenn die da zu Hunderten teilweise zurück auf Urlaub nach Afghanistan fahren. Ja? Das ist doch ein Hohn, dass hier der europäische Steuerzahler jemanden aufnimmt, finanziert, ausbildet, durchfüttert und dann fahren die zurück aus dem Land, aus dem sie geflüchtet sind, auf Urlaub. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben ein, und das ist immer wieder dokumentiert worden, das funktioniert so in Syrien, in Afghanistan, in den meisten Ländern, dass der Mittelstand, nicht die Armen, der Mittelstand, die ein Auto haben, ein kleines Geschäft haben, alles verkaufen, dann circa zwischen 5.000 und 15.000 Dollar zusammensammeln mit der ganzen Verwandtschaft, dann werden meistens ein oder zwei junge Männer mit dem Geld über Schlepper nach Österreich eingeschleust, die dann die Familie nachholen. Ja, was hat denn das alles noch mit Asyl zu tun? Aber wie wollen Sie das abstellen? Na, über die Gesetzeslage. Und zwar ist mir ein Rätsel, warum das so lang besteht, warum man jetzt erst nachdenkt, warum ein Gesetz einfach nicht funktioniert und bald schon über Jahrzehnte missbraucht wird. Und das Schlimme, ich möchte da wirklich anschließen, also ich gebe ihm, dem Herrn Sichowski, total recht, das Schlimme ist, dass ja dann die wirklichen Flüchtlinge, die aus dem Kriegsgebiet und so weiter, also die es wirklich brauchen, die werden über einen Kamm geschert. Das heißt, der Wirtschaftsflüchtling, der von dieser Praxis, die jetzt der Herr Sichowski gerade geschildert hat, Gebrauch machen, die Schlepper, die natürlich am meisten davon profitieren, da ist ja eine künstliche Völkerwanderung entstanden, die ja nicht aus der Not, aus der reinen Not entstanden ist, bei sehr vielen eben nicht, sondern aus einer wirtschaftlichen Verbesserung in Ländern, wo es halt wirtschaftlich besser geht. Und das ist falsch, weil es die es wirklich dann betrifft, die wirklich Asyl brauchen, die wirklich Flüchtlinge sind, die wirklich um ihr Leben fürchten müssen in ihrem Land, die werden dann über den gleichen Kamm geschert. Mhm. Und das ist das Versagen, muss ich schon sagen, einer Anpassung auch der Asylgesetzgebung generell, weil der allgemeine Zorn, der ja nicht differenziert dann, der Bevölkerung oder vieler Wähler. Der richtet sich pauschal gegen Zuwanderer. Ganz genau. Und das musst du differenzieren. Mhm. Und das, dazu muss ich Ausgangssituationen, sprich Gesetze, ändern. Und das ist höchst an der Zeit. Schauen wir mal, welchen Vorschlag zu dieser Debatte Bundeskanzler Karl Nehammer hat. Er war diese Woche bei uns in der Kreau zu Gast bei Michael Fleischacker. Wir haben es geschafft, immerhin 15 Verbündete zu finden in der Europäischen Union für dieses Projekt Asylverfahren in sicheren Drittstaaten. Das heißt also Asylverfahren außerhalb Europas, außerhalb der Europäischen Union. Was ist Ihre Schätzung? Ab wann kann das konkret in Kraft treten? Es ist nicht seriös, das einzuschätzen, weil es das Bohren hat. Aber nicht unter 5 Jahre, oder? Ich kann es Ihnen tatsächlich so nicht beantworten, weil das Entscheidende ist, dass man niemals aufhört, es zu versuchen. Asylverfahren in sicheren Drittstaaten schlägt er vor und sagt der Bundeskanzler, er hört nie auf, es zu versuchen. Reicht das? Naja, was schon alles versucht worden ist, das höre ich ja auch schon seit sehr langer Zeit. Also die Asylverfahren in sichere Drittstaaten auszulagern, ich glaube, das ist schon 10 Jahre her, das erste Mal. Dass es aber wäre es richtig? Man hat es bisher nicht geschafft, weil das eben... Wäre es richtig? Meistens die betroffenen Staaten dann das nicht wollen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, wenn man das machen kann, ja, natürlich, aber nur was ist realistisch, muss man sich fragen. Dafür, dass wir es jetzt nur zusammengebracht haben, schützt ja nicht davor, dass es richtig wäre, ist immer einer Meinung. Es besser versuchen. Bei einer Frage hätte ich nur gerne eine Erläuterung, weil du hast vorher gesagt, die richtigen Flüchtlinge, die richtigen Flüchtlinge, die kommen dann zu kurz, die wirklich um ihr Leben laufen zu uns. So, gibt's ja, oder? Wenn ich jetzt zwei Staatengruppen nicht mehr denen an der Grenze sagt, weg da, mit euch reden wir gar nicht. Wie finde ich denn daraus, ob das nicht vielleicht doch richtige und echte Flüchtlinge sind? Ja, aber dafür gibt es ja ein Asylverfahren und das hätten wir gerne sicheren Drittstaat. Okay. Weil dann kommt der Asylsuchende gar nicht erst ins Land. Ja. Und das Problem ist, er kommt ins Land und in der Wartezeit, bis er mit seinem Asylverfahren dran ist, in 1-2 Jahren oder wie lange auch immer, hockt er irgendwo herum und da passieren leider jene Dinge, die wir alle nicht wollen. Und er zieht damit das Image von allen anderen
anderen, die es wirklich dringend benötigen, mit in den Abgrund. Und das gehört geändert. Und nur weil wir es noch nicht zusammengebracht haben, dass in irgendeinem sicheren Drittstaat außer unseres Landes die Asylverfahren abgewickelt werden, heißt es eben nicht, dass sie schlecht sind. Also wenn ihr uns einer Meinung sind, sie sind gut, dann muss man sie besser versuchen. Wenn der Nehammer jetzt 15 EU-Länder schon auf der Seite hat, dann braucht er halt noch einmal so viel, damit endlich alle einmal kapieren, um was es geht. Ja, vor allem aber auch die Staaten, die es durchführen müssen. Ne? Das ist das Wichtige. Ja, aber es geht nur gemeinsam. Es gibt ja Länder, die das allein entscheiden. Schauen wir an Polen, schauen wir an Ungarn. Schauen wir jetzt die Slowakei. Es gibt auch Länder, die alleine entscheiden, sagen, es geht einfach nicht mehr. Deutschland wird es machen. Damit nicht, Probleme für alle anderen verursachen. Ja, natürlich. Das ist leider so. Aber dafür ist das Land, das Flüchtlinge aufnimmt, nicht allein verantwortlich. Man kann nicht sozusagen jetzt die Slowakei alleine dafür verantwortlich machen, dass da eventuell Leute an der Grenze abgewiesen werden, die wirklich notwendig Asyl brauchen. Ja? Wenn also über 10, 15 Jahre das System so missbraucht wird, dass sozusagen es dann überhaupt scheitert, das System. Warum macht man dann immer die Länder verantwortlich dafür, die letzten Endes einfach aus Notwehr andere Maßnahmen? Weil sie den größten Rucksack zu tragen haben, weil sie die größte Flüchtlingskonglomeration in ihren Ländern haben und die viel gerühmte oder eingeforderte europäische Solidarität nie stattgefunden hat. Ja? Weil jeder auf sein Hemd und nicht auf seinen Rock schaut und sehr egoistisch schaut. Hauptsache, die sind in Italien oder von mir aus in Österreich oder irgendwo und nicht bei uns. Mhm. Und so geht es halt nicht. Deshalb muss ich Gesetze ändern. Mhm. Und darf ich auch noch eines hast noch, weil dann möchte ich zum nächsten Thema kommen. Genau, und das Abschieben von Problemen ist leider genau das, was rechte Regierungen sehr gern machen und warum ich sie für so problematisch halte, weil es genau ein nicht ernst nehmen. Dänemark hat eine 100% sozialdemokratische Regierung gehabt, hat die strengsten Anti-Immigranten-Zuwanderer. Sie haben zunächst von Ungarn gesprochen, ich würde ganz gern ausreden. Warum rechte Regierungen? Warum das auf die Rechten schieben? Weil Sie begonnen haben, von Ungarn zu sprechen. Ja. Dänemark hat genau dasselbe gemacht. Dass man Verantwortung letzte Woche oder vorletzte Woche die Ampelregierung in Berlin, 28 afghanische Straftäter, also erstmals abgeschoben. Ich würde ganz gerne noch meinen Gedanken ausführen, das wäre großartig. und natürlich, es wäre ja absurd, nicht gegen Missbrauch zu sein. Ja. Ist ja ganz klar. Ja? Aber der Missbrauch passiert eben nicht nur bei den Personen, die ins Land wollen und keinen berechtigten Anspruch dazu haben, sondern der passiert auch im Asylverfahren. Ja? Das Asylverfahren gestaltet sich für die Mehrzahl der Migranten sehr, sehr belastend. Ja? Das sind Hürden, die da aufgebaut werden. Das sind komplexe Verfahren, die kennen die Sprache nicht, sie verstehen oft gar nicht, was man von ihnen will. Man weiß auch, dass viele retraumatisiert werden, als dramatische Erfahrungen haben in den Lagern. Und da müssen wir genauso hinschauen. Also wir dürfen nicht immer nur den Missbrauch auf der einen Seite in den Blick nehmen, sondern auch den Missbrauch, was eben genau mit diesen wirklich schutzbedürftigen Menschen passiert, auf dem langen Weg, bis sie sich irgendwo in Sicherheit fühlen dürfen. Gut, dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen Punkt. Denn ein Thema möchte ich gerne noch mit Ihnen besprechen. Das ist die Industrie. Da schrillen alle Alarmglocken. Die Industrie ist in der Krise. In Deutschland taumelt VW und die Autokrise erwischt mittlerweile auch Österreich. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Einst war die Industrie der Motor unseres Wohlstands. Doch jetzt geht ihr die Luft aus. Jedes zweite Industrieunternehmen in Österreich erwartet heuer ein negatives Ergebnis. In Kurzarbeit dürfen sie ihre Mitarbeiter aber nicht schicken. 8.500 Fachkräfte sollen deshalb 2024 ihren Job verlieren. Weitere 5.000 Stellen seien seit dem letzten Jahr bereits ins Ausland verlagert worden. Auch der deutsche Autogigant VW wankt. Sogar Werksschließungen im Mutterland Deutschland stehen zur Diskussion. Und das trotz Beschäftigungsgarantie bis 2029. Und der deutsche Zulieferer Mubea will 300 Stellen abbauen. Die Wirtschaft klagt. Bei den hohen Lohn- und Energiekosten könne sie nicht mehr konkurrenzfähig arbeiten. Geht es mit unserer Wirtschaft bergab? Herr Lackner, die Industrie hat in Österreich 140.000 Arbeitsplätze. Und wenn diese Berechnungen stimmen, dann gehen 10% der Jobs verloren oder wandern ab. Furchtbar. Was läuft verkehrt? Ich wundere mich, dass das im Wahlkampf bisher überhaupt keine Rolle gespielt hat. Über Wirtschaft ist in diesem Wahlkampf überhaupt nicht gesprochen worden. Wir haben nur über Afghanen geredet die ganze Zeit. Aber nicht, dann machen wir es jetzt. Aber nicht, machen wir es jetzt. Und zur letzten Frage, geht unsere Wirtschaft im Bach runter? Mhm. Oder so ähnlich hat die Frage gelautet in dem Beitrag. Ja, die Antwort lautet ja. In Österreich haben wir die zweithöchste Preissteigerung von ganz Europa in den letzten zwei Jahren gehabt.
15,4% seit 2023, nach der Slowakei Nummer 2 in Europa. Kein EU-Land hat ein schwächeres Wirtschaftswachstum als Österreich. Wir haben das schwächste Wirtschaftswachstum in ganz Österreich, ganz unten, minus. Minus 1,7%, glaube ich. Wir sind im drittletzter im Euroraum, was dieses Wachstum betrifft. Das sind furchtbare und dazu noch Staatsschulden, die auch nicht runtergehen. Mhm. Und das ist eine ziemlich schlimme Situation. Und wenn die deutsche Autoindustrie schwächelt, dann heißt das für Österreich nichts Gutes, bei den Autozulieferern sind, glaube ich, 80.000 Leute beschäftigt in Österreich. Und das werden die sicher spüren, natürlich. Nicht? Woran liegt es? Zwei Gründe. Es gibt ganz konkret zwei Gründe in Deutschland. Das eine ist eine völlig absurde Energiepolitik, die also völlig verfehlt war. Ausstieg aus der Atomenergie, der einzigen CO2-freien Energie, umweltfreundlich von Brüssel eingestuft, schwerer Fehler, dafür alle Kohlegruben wieder in Deutschland aufgesperrt. Aber noch, das noch Schlimmere war, die deutsche Automobilindustrie hat und damit auch die europäische Industrie, und da ist auch nichts reguliert worden von Brüssel, hat schlimme Versäumnisse in Kauf genommen. Beispiel: 95% der Autobatterien für ein Elektroauto, das ja von der EU und auch von allen gefördert wird und wir müssen alle nur mehr Elektro fahren, 45% ist die Batterie. Und 95%, also 45% des Autos macht die Batterie aus und 95% dieser Batterien werden in China produziert. Mhm. So, also dort jetzt Zölle auf chinesische Importe zu machen, funktioniert auch nicht, weil mittlerweile produzieren die in Ungarn und im EU-Raum auch schon und so weiter. Das heißt, es ist eine verfehlte Politik und es ist jetzt nicht Österreich hausgemacht. Natürlich kommen wir da jetzt sehr in die Ziehung, weil als Zulieferer bist du immer der Zweite. Du bist nicht der Erste, der entscheidet, wo ich was mache und so weiter. Aber eines muss man schon sagen, und es stimmt leider nicht, ja, dass in dem Wahlkampf, oder leider muss ich es deshalb sagen, in dem Wahlkampf die Wirtschaft nicht zu Wort gekommen ist, sondern es gibt einen Wahlwerbenden und eine wahlwerbende Partei, die ja ganz großartig damit wirbt, am Beginn einer Wirtschaftskrise, die es in sich haben wird, der damit wirbt, eine 32-Stunden-Woche zu machen und die Unternehmenssteuern nach oben zu katapultieren. Die SPÖ. Der Herr Babler hat keine Ahnung von Wirtschaft. Das ist einmal erstes Semester Volkswirtschaft, lernt man das, was du in einer Krise zu machen hast, nämlich Barrieren abzubauen, zu lockern, Investitionen anzukurbeln. Er macht genau das Gegenteil. Also mir graut davor mit einem Herrn Babler in einer Regierung, ja, das muss ich jetzt wirklich auch einmal sagen, weil so etwas von Nicht-Wirtschaft und lieber Freund, ich sage dir eines, deine alten Freunde, und ich habe auch ganz viele Freunde in der Sozialdemokratie, die Wirtschaft können, ja, Max Kotbauer und wie sie alle heißen, die schlagen die Hände vor den Augen zusammen und sagen, um Gottes Willen, was schwafelt der da? Ja. Der hat keine Ahnung davon. Und das ist wirklich eine Katastrophe, was dieser Mann hier vorhat. Er hat keine Ahnung und er lässt sich auch nicht beraten von seinen Genossen. Aber angesichts der Zahlen, die ich jetzt vorgelesen habe, haben wir in der Regierung auch keine besonderen Experten. Ja. Das völlig richtig. Die höchste Inflation uns bescheren. Das geringste Wirtschaftswachstum. Ich habe nicht gesagt, dass keine Fehler gemacht worden sind. So habe ich nicht gesagt. Schauen wir doch einmal wieder mal. Ich schaue nach vorne, oder? Wie bei den rechten Parteien. Schauen wir doch einmal über den Zaun. Ich weiß, das ist keine österreichische Eigenschaft. Schauen wir zum Beispiel nach Irland. Ja? Katastrophale Wirtschaftssituation in den 70er noch, an 60er, 70er Jahren. Eine völlige Umdrehung der Investitionspolitik. Ein offenes Land für neue Unternehmen, fremde Unternehmen, ausländische Unternehmen, minimale Steuerbelastung, ja? ein Wirtschaftsboom der letzten 20 Jahre. Bitte Irland, den Hauptgrund auch dazu. Irland, dann große Finanzierung über die EU. Weil EU. Die aber auch sehr geschickt. Und England nicht mehr EU, Moment, ganz einfach. Nein, das ist ja erst seit 2 Jahren, entschuldige. Na ja, aber schauen wir, was da passiert. Ich rede über das, was da passiert. Bitte kurz ausreden. Bitte, keine Ahnung. Wirklich. Das ist wirklich komm, schwer, neben dir zu sitzen. Alles gut. Es ist gleich vorbei. Ja. Sie haben es gleich geschafft. Aber jetzt machen Sie den Gedanken zu Ende. Irland war das einzige Land, das keinen Covid-Knick gehabt hat in der Wirtschaft. Ja. Ja? Warum? Weil es die Türen geöffnet hat gegenüber internationalen Konzernen, internationalen Betrieben, die dort bereit waren zu investieren, hatte eine extrem hohe Exportwirtschaft. Wir haben, was du noch nicht erwähnt hast, dass die Exporte 3% gesunken sind. Das war überhaupt die Katastrophe. Importe auch übrigens. Ja. Das ist wirklich auch noch weniger. Wir haben seit mindestens, da muss ich wirklich
seitdem, da ist immer meistens die ÖVP verantwortlich, wir haben seit ungefähr 20 Jahren eine katastrophale Wirtschaftspolitik in dem Land, in dem wir einfach nicht einladend genug sind. Es geht immer mehr um Sozialleistungen, es geht immer mehr um Verteilungspolitik. Babler kommt, da stimme ich dir völlig dazu, er kommt jede Woche mit einer neuen Idee, indem er irgendein Segment in der Bevölkerung entdeckt, denen er helfen kann, ja, mit Steuergeldern. Und niemand denkt an den alten Kreisgesetz, ich muss die Kuh auch füttern, die ich melken will. Ja. Aber was ist, Sie haben jetzt gesagt, die ÖVP, katastrophale Wirtschaftspolitik. Aber Herr Rosam hat vorhin die deutsche Energiepolitik kritisiert. Und da sitzen ja sowohl in Wien als auch in Berlin die Grünen mit in der Regierung. Und wenn ich mir die Zahlen von Deutschland anschaue, dann sind die nicht wesentlich besser als unsere. Also auch die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung ist gleich bei minus 1,3 ganz schlecht. Sie sind ziemlich in der Nähe bei uns. Jetzt reden wir mal über die Grünen. Moment, ist es legitim, Sie sind eine Grüne, Frau Paganini, ist es legitim, da einen Zusammenhang zu sehen. Schön, dass ich jetzt auch angesprochen werde. Ich bin grüne Regionalpolitikerin, also in einem kleinen Dorf. Das ist schon noch mal was anderes als auf Bundesebene. Aber tatsächlich sehe ich, dass die Energiewende eine große Rolle spielt. Aber ich würde das ganz anders framen, wie Sie das machen. Ich bin nämlich überzeugt, dass die viel zu wenig entschlossen vorangetrieben wird. So wie übrigens auch das Thema KI viel zu wenig entschlossen angegangen wird in der Wirtschaft. Wir haben im Lauf der Menschheitsgeschichte ganz viele große Umbrüche in der Wirtschaft erlebt. Und es war immer so, dass die Betriebe und die Länder, die innovationsfreudig, mutig das Neue implementiert haben, die Gewinner waren. Und diejenigen, die zurückhaltend waren, zögerlich, ängstlich, lang am Alten festgehalten haben, die Verlierer. Und genau das passiert jetzt, weil wir eben die Energiewende so wenig entschlossen vorangetrieben haben, mit allem, was da dazugehört, das kann ich jetzt natürlich in der Kürze der Zeit nicht ausführen. Reibt sich das jetzt überall. Jetzt gibt es aber Stimmen wie zum Beispiel der BMW-Chef, ja, Oliver Zipse, der sagt, es liegt eben genau daran, dass es zu viele Verbote gibt. Die Innovationsfreude, die wird gedämpft. Und er sagt zum Beispiel ganz konkret, weil Sie vorhin die E-Mobilität und die E-Autos angesprochen haben, solange die Infrastruktur nicht stimmt, solange die Technik nicht ausgereift ist, sollten wir uns innovationsoffen geben und nicht mit Verboten arbeiten. Ja, tatsächlich, so viele Verbote gibt es meines Erachtens auch gar nicht. Wenn ich nicht fähig bin, als so großer Automobilkonzern ein Elektroauto zu produzieren, auf den Markt zu bringen, was unter 60.000 Euro kostet, dann ist es klar, dass ich nicht konkurrenzfähig sein werde am Markt. Und das hat man schon vor vielen Jahren diagnostiziert. Und das wurde halt überhört, weil eben auch die staatlichen Subventionen weitergeflossen sind, weil man ja gut geschützt war von der Politik und sich eben nicht anpassen musste. Und irgendwann hilft es dann eben aber auch Frau nicht Paganini, mehr. Aber Frau Paganini, am Markt entscheidet der Konsument, was er kaufen will, genau. Nicht und nicht die Klimapolitik. Und er will das Elektroauto unter 20.000. Und die Klimapolitik und was wir hier eingestehen müssen und sehen müssen, dass diese Klimapolitik, wo man sagt, ein Umrüsten von Verbrennern auf Elektromobilität gescheitert ist. Das ist gescheitert, das muss man einfach einmal auch zugeben. Man kann ja auch einmal Fehler zugeben, wo man falsch kalkuliert hat, weil man die Rechnung ohne den Wirt, nämlich ohne den Konsumenten gemacht hat. Und schauen Sie, wie viele Elektromobilitätsautos verkauft werden und viele Verbrennerautos verkauft werden. Und also es ist in der Tat, was Herr Zipse von BMW auch richtig gesagt hat, diese unendliche Verunsicherung, heute das, morgen das, morgen das, das ist ein Zickzack-Politik, die eine Katastrophe ist im größten und wichtigsten Automobilhersteller Europas. Aber oder der Welt. Herr Rosam, und das ist das. Na, das ist die letzte Frage. Wir brauchen Planungssicherheit. Ja. Wir brauchen Planungssicherheit. Die Industrie braucht Planungssicherheit. Die Industrie braucht ein Klima, wo Investitionen freudig angenommen werden. Das heißt, das hat mit den Steuern zu tun, mit den Unternehmenssteuern. Wer investiert, zahlt wenig oder gar keine Steuern. Dafür schafft er neue Produktion und Produktivität und Arbeitsplätze. Mhm. Die Energiepreise sind entscheidend und letztlich das Personal. Und bei Energie sind wir hinten, aber ganz weit hinten. Und beim Personal sind wir noch weiter hinten, wenn vor allem die neuen Sozialleistungen des Herrn Babler Wirklichkeit werden. Warum funktioniert dann Elektromobilität in Norwegen? Gerade diese Woche kam die Meldung, Weltrekord, über 94% in Norwegen sind elektrische Neuzulassungen. Warum funktioniert es dort bei uns nicht? Ich träume, früher habe ich immer von der Schweiz geträumt, ich träume von Norwegen. Warum haben die 650 Milliarden in ihren Pensionsfonds drinnen? Weil sie veranlagen dürfen, unsere Pensionsfonds dürfen keine Aktien kaufen. Ja, weil Aktien sind ja böse. Der gesagt hat, genau, Aktien verarmt. Genau, ja. Aktien verarmt. Ist nur in den letzten 10 Jahren, glaube ich, um 100% gestiegen. Schenken wir
gemeinsam bitte ein Semester Volkswirtschaft. Das würde ihm gut tun. Ja? Ein Semester würde reichen. Bitte nicht bei den ÖVP-Wirtschaftspolitikern. Ich sehe keinen großen Unterschied. Ich nehme deine alten Genossen, haben wir genug Professoren, die bringen sie bei, aber auf die hört er ja nicht. Wir sind ein kleines Land. Wir brauchen ausländische Unternehmen, die sich hier niederlassen. So hat Irland die Wirtschaft gerettet. Und jedes internationale Unternehmen wird sich dreimal überlegen, bevor es nach Wien kommt. Es ist einfach zu teuer, zu kompliziert, zu bürokratisch und so weiter. Wir müssen einfach lernen, reiche, wohlhabende, gut funktionierende Unternehmen einladen, in Österreich ihr Stand, sozusagen ihre Zentrale aufzubauen und ihre Werke aufzubauen. Du hast gesagt, aber du hast dein Unwort gesagt. Du hast vollkommen recht, du hast reich gesagt. Ja, wir dürfen was reich bedeutet. Nur reich. Wir dürfen aber auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht vergessen. Und da möchte ich einen letzten Gedanken noch formulieren. Für den Betrieb mit 4 oder 5 Mitarbeitern, ist es nämlich ganz entscheidend, wie sie in die Zukunft blicken. Da spielt die Psychologie wieder eine große Rolle. Ob man ihnen über die Medien transportiert, die Energiewende ist eine Chance oder sie ist euer Untergang. Und da müssen wir schon noch aufpassen, was wir für ein Framing haben. Und wenn wir den Menschen in unserem Land, die Wirtschaft betreiben sollen, ständig Angst machen, dann ist es klar, dass die nicht investieren, dann ist es klar, dass die nichts Neues ausprobieren wollen. Also sind wir Medien, wir Journalisten schuld, dass die Menschen keine E-Autos kaufen wollen? Schuld ist sowieso niemand. Aber die mediale, Repräsentation spielt natürlich eine Rolle. Und ich habe gerade unlängst an dazu gearbeitet, wie die Energiewende in den deutschen Medien dargestellt wird. Und Sie werden vielleicht überrascht sein, 95% aller Headlines sind negativ. Und so können gerade die kleinen und mittelständischen nicht motiviert werden, dass sie in dieses Land glauben und dass sie investieren, dass sie neue Dinge ausprobieren. Und Grund. Ich bin sicher keine Verteidigerin der deutschen Bundesregierung. Nein, das weiß ich. Aber es hat einen Grund. An der Energiewende erstens führt kein Weg vorbei. Da sind wir uns ja einig. Ja. Zweitens, wie man es angeht, das ist falsch. Dieses von oben herab zu verordnen, das Tempo völlig, das Timing völlig zu unterschätzen, das sind ganz falsche Methoden. Und ich glaube, auf das richtet sich großteils der Kritik auch der Medien und auch berechtigt. Weil Politiker sich hier einfach keinen guten Job machen. Das muss man einfach mal sagen. Und wir werden alle nur besser, wenn wir auch einmal unsere Fehler einsehen und sagen, der Weg war bis jetzt nicht optimal, wir müssen Dinge ändern.